wertes Publikum, mein Name ist Jan Dönermann. Ich kann nichts, aber ich komme bald ins Hauptprogramm damit. Heute Abend, der Retter des Abendlandes bei ZDF Neo, Neo Magazin. Der Teaser mit Bartschatten. Ja, da sagst du was. Weißt du nämlich, ich werde gemobbt, nicht nur von dir. Guck mal, weißt du, was die Leute aus der Community letzte Woche geschrieben haben? Dass ich immer, wenn ich mich in eine bestimmte Richtung drehe, so einen Schatten habe. Ich guck mal. Jetzt ist so ein Hitler-Schatten unter meiner Nase. Hier ist noch was da. Och, Mensch. So, und soll ich dir mal erklären, woran das liegt? Jetzt, wo wir im Online-Teaser sind, ja, wo es eigentlich eh keiner mitbekommt. Das Licht wird gemacht von einem Türken. Und das ist einfach Rassismus. Das ist der Ahmed, der macht das Licht. Licht Ahmed, das ist der einzige Türke, den wir hier eingeladen haben, damit er von der Arge ist er uns hier vermittelt worden. So. Und ich habe das Gefühl, das ist sogenanntes Lichtmobbing. Der mobbt mich mit Licht. Und der will, ja, flacker ruhig. Flacker, geh doch mit dem Wieselski, mach doch Streik da, ist doch scheißegal. Voll uncool von dir. Ich werde richtig fett gemobbt von den Türken. Machen die ersten. Erst nehmen sie uns die Frauen weg, dann die Arbeitsplätze und dann machen sie noch uns Hitlerbärte uns ins Gesicht rein. Und weißt du, was er sagt? Weil ich eine große Nase habe, ist das. Deswegen hat er mir das eben gesagt. Er sagt Backstage, weil ich eine große Nase habe. Das Licht hatte ich, der hat hier 37.000 kW aufgehängt. Das ist ausgeleuchtet wie bei Mario Barth im Olympiastadion. Aber es ist trotzdem nicht. Meine Nase ist zu groß, sagt er mir. Der Türke sagt das auch noch. Der Türke. Da holen wir den her mit seinen 30 Familienmitgliedern. Wir haben den Mofa geschenkt. Wir haben den Türken doch einen Mofa geschenkt. Zum Dank für den 7000 Gastarbeiter. Einen Mofa haben sie bekommen. Was ist der Dank? Dass sie einen als Nazi hier dastehen lassen. Kein Wunder. Ich gehe montags jetzt am Potsdamer Platz mit Ken Jebsen demonstrieren. Oder ich schreibe mit Udo Ulf Konne ein Buch. Mach das Licht ruhig aus. Heute Abend 20.15 Uhr Neo Magazin. ZDF Neo und um 22.20 Uhr ungefähr im Internet oder umgekehrt. Pega, Feridoni ist da und Kraftklub kommen auch. Wir brauchen das, wir lassen uns das Land nicht von Lichttürken kaputt machen. Wir Deutschen haben schon Licht gehabt, da haben die unten auf dem Baum gesessen, ist doch so.